Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 70% der Medizinstudierenden sind heute Frauen. 46% der niedergelassenen Ärzteschaft sind heute weiblich. Und natürlich sind die Hälfte der versicherten Patientinnen. Aber in den Entscheidungsgremien des Gesundheitswesens kommt auf eine Frau 9 Männer. Das kann so nicht bleiben. Zwei von drei aller Beschäftigten der gesetzlichen Krankenkassen sind weiblich. In den Vorständen können Sie ja mal überlegen, mit wie viel Anteil die Frauen da vertreten sind. Die Anteile liegen zwischen 0 und 21%. Da stimmt doch was nicht. Die Expertise, die Erfahrung von Frauen kommt in den Entscheidungsgremien des Gesundheitswesens kaum vor. Das macht doch keinen Sinn. In meiner Heimatstadt Bremen sind im Vorstand der Ärztekammer 3 Frauen und 2 Männer. Ich finde, das ist ja schon mal was. Trübe Sicht allerdings bei den kassenärztlichen Vereinigungen. Die Mehrheit hat kein einziges weibliches Mitglied in ihrem Vorstand. Die gläserne Decke im Gesundheitswesen ist genauso dick wie die von DAX-Konzernen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist doch nicht nur ungerecht, es ist vor allem unklug. Wir wissen, dass es einen erheblichen Unterschied macht, ob Frauen mitentscheiden. Ohne Quote geht es offensichtlich nicht. Damit endlich die Kompetenz von Frauen nicht mehr so oft verloren geht, brauchen wir die Quote. Sie führt zu besseren Ergebnissen, nicht nur da gemischte Teams erfolgreicher arbeiten. Gerade im Gesundheitswesen ist auch die Perspektive von Frauen so entscheidend. Nehmen Sie den jüngsten Medizinprodukteskandal. Frauen sind von fehlerhaften Medizinprodukten besonders häufig betroffen. Warum ist das so? Weil die Prothesen und die Implantate in der Regel an Männern getestet werden. Genau im Übrigen wie Medikamente. Ich habe mich schon oft gefragt, ob die Situation der Hebammen, ob die Ausstattung in den Kreissälen vielleicht besser wäre, wenn Männer Kinder bekämen oder eben, wenn mehr Frauen im Gesundheitswesen mitentscheiden würden. Super spannend. Eine Studie der Universität von Minnesota an 580.000 Herzpatienten und Patientinnen, über eine halbe Million. Und das Ergebnis ist, wenn Frauen von Frauen behandelt werden, haben sie eine deutlich höhere Überlebenschance, als wenn sie einen männlichen Arzt haben. Ja, manche Männer erleben die Quote als Bedrohung. Viele Männer aber wissen, dass die Frauenquote gerade keine Drohung ist, sondern ein Versprechen. Ein Versprechen für mehr Gerechtigkeit, für mehr Gleichberechtigung. Und die kommt uns allen zugute, Frauen, Männern, allen. Auch viele Männer wünschen sich mehr Zeit für Fürsorge, mehr Zeit für Familie. Das geht, wenn wir alle Lebensbereiche miteinander besser und gerechter aufteilen. Das ist schöner und die Ergebnisse sind besser. Nun wissen wir, 70% der Abgeordneten in diesem Deutschen Bundestag sind Männer. Ich bin gespannt, wie viele von Ihnen realisieren, dass das Aufbrechen verkrusteter Rollenbilder allen mehr Freiheit bringt. Unsere Bundeskanzlerin hat es kürzlich gesagt, das Ziel muss Parität sein. Ich zitiere die Bundeskanzlerin, das Ziel muss Parität sein. Parität überall, ob in der Politik, in der Wirtschaft, in der Verwaltung. Recht hat sie. Ich ergänze, auch im Gesundheitswesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Kirsten Kappert-Gonte. Als nächster spricht zu uns der Kollege Rudolf Henke, CDU-CSU-Fraktion. Und bis Sie hier sind, kann ich darauf verweisen, dass die verbliebenen Vertreter der Bundesregierung darauf hingewiesen haben, dass sie nur noch aus Frauen bestehen. Ausschließlich, also nicht nur noch, entschuldige, bitte Frau Beer, Entschuldigung, ausschließlich aus Frauen bestehen. Herr Kollege